Minecraft! Hallo, willkommen bei der Irrenjagdgesellschaft hier auf kellerkind.org. Wir suchen immer noch Enderman. Leider ist immer noch Tag, aber wir bewegen uns durch den dichten Dschungel und hoffen, dass wir hier dann Glück haben, wenn es denn endlich soweit ist, dass es dunkel wird. Wohin sollte man schwarze eigentlich finden können? Oder? Also, schwarze Gegner. Hier ist er. Ja, ich denke, jetzt müssen wir hier nur noch warten, bis dunkel wird, oder? Doch. Wenn, sollten wir gucken, dass wir irgendwo auf dem freien Feld? Halbwegs freies Feld. Auch nicht viel, wenig Ebenen in dieser Welt. Schau mal, das schwarze Schaf der Familie. Ah, töte. Hab mir gehauen. Haha! Ich habe jetzt schon 4 Lohenruten. Sehr schön, es war noch nicht dunkel. Ich sollte jetzt aber so langsam mal... Kann ich irgendwo eine Uhrzeit sehen? Hat da keine Uhr dabei. So, mal schauen. Schauen. Oh, Elohens Bauernet. Erkunden wir doch einfach mal die Festung noch ein bisschen. MK, wir kommen gleich wieder. Hier. Ach so. Was ist das denn? Ich habe eine Katze gefunden. Ja, Wildkatzen. Wo bist du? Hier. Wo ist hier? Ah. Hier. Oh, eine süße Katze. Hallo Katze. Ich sag ja, Katze. Hallo Katze. Hallo Katze. Oh, dieser Schrei. Oh, hier ist noch ein Lohnspawner. Cool. Ja, die Wildkatzen kann man zähmen mit Fisch. Ja, mach aber die, bitte nicht gekochter Fisch, es muss roher Fisch sein. Katzen sind ja Konnoisseure. Sushi! Das ist aber ein riesen Dschungel hier, mal davon ab. Ich warte ja nur noch darauf, dass hier irgendwo eine Anaconda rausgeschossen kommt. Ich warte nur noch auf meine Todesnachricht. Ja, wir auch. Wir haben schon Wetten abgeschlossen. Ach, Lava. Ich sag Wither. Are you Withers or against us? Ach, der Dschungel ist zu Ende. Gott sei Dank. 8 Lohnruten, das heißt, es sind 16 Lohnstaub, wenn ich mich nicht irre. Aber ein doppelter Lohnspawner, Man müsste mal die Entfernung ausmessen, vielleicht kann man daraus einen Doppel-Lohnspawner bauen. Just for funsies. Ach, Junge. Spawne Doppellohn. Doppelt lohnend. Wird das denn jetzt endlich schon mal dunkel? So lange sind die Tage doch noch nie gewesen. Gerade wird's dunkel. Kühe! Ja, mir sind gerade die Fackeln ausgegangen. Dammit. Hell sollte es ja schon sein, wo du da bist. Im Nether? Nicht wirklich. Doch in die Nähe von Lava? War es hell? Oder 6 Lava-Klumpen als Beleuchtung. Das klingt nach einer sicheren Idee. Ich baue ein bisschen Glühstein ab. Sollte hier doch genug Platz sein für die, oder?
Müssen nur gucken, dass sie sich nicht ins Wasser teleportieren, weil dann nehmen sie Schaden und hauen erst recht super weit ab. Darkness is coming. Ich bin noch gar nicht bei euch. Loan! Das war jetzt gerade dämlich. In the end, it doesn't really matter. Ey, da hinten brennt. Guck mal, da oben die Höhle ist beleuchtet. Ich glaube, ich verdrück mich. Da drüben scheint es zu brennen. Ja, hier brennt es öfter. Ja, aber wir sind noch nicht hier gewesen. Ah, jetzt sehe ich die beleuchtete Höhle, ja. Lass uns mal zur beleuchteten Höhle gehen. Vielleicht finden wir ja ein paar Enders auf dem Weg. Mist, ich hänge unter einem Baum fest. Geht das? Nein, Enderman! Das war aber kein Enderman. Ich? Nee, wenn die grün sind, sind die noch nicht reif. Wenn die grün sind, sind die noch nicht reif. Das habe ich ja im Leben noch nicht gehört. Oh, da ist aber ein Enderman. Wo ist er? Stimmt! Ah! Schau ihm direkt ins Gesicht! Sache! Yay! Eine Enderperle! Sehr nice, sehr nice. Okay, die Zombie-Schweinemänner sind mir nicht mehr stinkig, das ist gut. Weil du mehr in die Schussbahn gelaufen bist. Ich wette schon, dass ihr eine Todesnachricht vor mir kriegt. Durchaus sein. Es könnte durchaus sein. Ach, tief, Mann! So, dann gucken wir doch mal, was hier leuchtet. Das Lava. Kann ja nur Lava sein. Yay, yeah, Lava! Gut, hier drin sind aber keine Enderwürmer. Ich habe jetzt 11 Stück, das sollte reichen, weil wir brauchen ja auch noch ein paar, erstens für diese Eye of Ender, um das Endportal zu finden und dann um es zu aktivieren, da fehlen ja garantiert auch ein paar Blöcke. Erstmal mit finden, das ist schwierig genug. Da müssen wir dann schon schön auf Zack sein und die Dinger wieder einsammeln. Na komm, ich will noch 4 oder so haben und dann gebe ich mich zufrieden. Hab unterwegs auch ein paar Witterskelette gekillt. Muss nur aufpassen, dass ich nicht schon wieder den Schweinemann anhaue. G, wo bist du? Des Berges, hier ist hey. Das war ein Creeper, nehme ich an. Ja, ich wollte mich bemerkbar machen, wo ich bin. Ich habe einen vereisten Berggipfel gefunden. Irgendwie klingen die ganzen Lohnen nach irgendeinem Darth Vader-Verschnitt.
Spawnen Enderman auch auf Schnee? Nein. Dann gehe ich hier wieder weg. Ja, weil Schnee ist ja wahrscheinlich Wasser. Weniger das, eher, dass es ein Block ist, der den eigentlichen Block bedeckt. Ah, okay. Chief, ich sehe dich. Zwölf und immer noch kein Skill. Und immer noch kein Skelettschädel. Ey, das war ich doch gar nicht. Das war dieser verblödete. Ah, jetzt haben die Schweinemann nämlich schon wieder auf den Kieker. Dämliche Loden. Hat die Schweineleute geärgert? Der Loden hat auf mich gefeuert und hat einen Schweinemann getroffen. Jetzt sind die Schweinemänner mir stinkig. Oh, da kann nicht passieren. Du hast noch irgendwas gemacht. Und das ohne mich. Jetzt bin ich total beleidigt. So, aber hier spawnt irgendwie nichts. Hier ist doch total freie Fläche. Es darf halt nicht hell sein. Ja, es ist ja nicht hell. Sie sind ziemlich selten, so oder so. Auch unter Idealbedingungen. Glaube ich. Ich hab nur eine Perle in der Truhe. Wie viele brauchen wir eigentlich? Schwer zu sagen. So, 10 bis 20 wären schon nice to have. 10 bis 20? Ach du meine Güte. Ja, was, in der Truhe haben wir 13. Das ja. Das hat eine dabei. Dann sind es 15, also macht wie gesagt 20, weil das Portal ist 4 mal 4, also ins Portal kommen allein schon maximal 16 Stück. Da sind dann meistens aber schon welche drin. Und dann brauchen wir ein paar Dinge, mit denen wir die Endfestung halt finden. Weil die schmeißen wir in die Luft und die zeigt dann, in welche Richtung die liegt. Und die gehen auch manchmal kaputt. Außerdem MK kein Stress, guck mal, wir können jagen. Droppen Pulver für TNT. TNT können wir mehr Dinge in die Luft jagen. Und die anderen Gegner lassen ja auch jetzt. Ach, ich mag es, wenn du solche Sachen zu mir sagst wie TNT. In die Luft jagen. Au! Gott, du springst mir immer genau dann in den Fall, wenn ich abdrücke. Ich auf Gegner, mit denen ich beschäftigt bin. So, jetzt habe ich 15. Das sollte reichen. Jetzt muss ich nur noch hier heil rauskommen. Du, ey, auf! Am besten ein bisschen. Könnt ihr Pfeile abgeben? Ich habe inzwischen ziemlich. Ja, das sind ja alles meine. Ja, auch von den Skeletten, die ich besiegt hatte. Ah. Sehr schön. Und ich habe es überlebt. Keine also ich bin mit, Nachricht. Ich muss sagen, ich bin mit Pfeil und Bogen echt gut hier drin. Kannst du bei Glydia unter Beweis stellen. Die Türme benötigen dann deine volle Aufmerksamkeit. Ja, hatten wir das, wo wir das bei mir im Testing gemacht hatten. Ich war doch richtig gut mit den Zielen. Ich würde sagen, wir suchen uns mal irgendwie eine neue Bühne für unsere Heldentaten, oder? Ja, irgendwie schon. Lass uns weiterziehen. Das sind alles, sind ja alles nur dieselben komischen Gestalten, die hier rumlaufen. Wir können einen Blick über den Wald machen, eventuell im Schatten da treiben sich. Hast du das auch gehört? Er war es. Ich verdrück mich.
So, aber das, was wir jetzt an Lohnrouten haben, sollte uns definitiv versorgen, wenn wir ein paar Enderperlen kriegen. Ja, also eine habe ich dabei, eine habe ich noch in der Truhe, soweit ich weiß. Ist das ein Wolf? 113 sind in. Das ist ein Wolf. Warte, 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 Ich warte. Geh schon hab noch mal nie wesentlich einen Wolf falsch. ge ich hab noch nie einen Wolf in dem Spiel gesehen. Mit Zu Knochen den. kannst du den zähmen, dann gehört er dir und gehorcht dir und greift dann die Feinde an, die du angreifst. Ach Knochen sind Mist, jetzt jetzt. habe ich die Knochen nicht Warte, warte, ich hab eingesammelt. welche, ich hab welche. Oh, cool. Lass uns den. Na komm her, Bello. Geh weg, damit er nicht Nee, rennt. in deiner Truhe ist kein Enderperle. Dann hat sie schon jemand mitgenommen. Lagerraum sind sie. Du musst den Knochen ihm schon geben. Zumindest rausnehmen. Hol den Knochen Ja, raus. die 13 Enderperlen plus notfalls die 14., die außen dran hängt. Da deiner. Ist er jetzt schon Also. hier? Wenn Gib ihm der, wenn du nochmal. ihn rechts klickst und er si zwischen Sitz und Aufstehen wechselt, gehört er dir. Ja, macht er. Dann ist es deiner. Läuft er mir jetzt hinterher? Yep, und wenn Eigentlich. du zu weit weg bist, teleportiert er sich auch zu dir. Yeah, geil, ich wollte schon immer einen Hund haben. Na komm, komm, Bello, Du komm. kannst dem, soweit ich mich erinnere, auch einen Namen geben mit so einem Namensschild. Sehr schön, dann heißt er Gina. Allerdings entwickle keine allzu enge Bindung zu ihm. Ja, spätestens wenn ich wieder über Lava hüpfe. Beispiel. Aber ich glaube, du kannst ihm sagen, dass er irgendwo bleiben soll, oder? Ja, klar, ich kann einen Sitz machen. Und dann bleibt er da auch und teleportiert sich nicht zu dir. Ja. Oh, ist das schön. Jetzt habe ich ein Pferd, jetzt habe ich einen Hund, jetzt bin ich zufrieden. Willst du auch einen? Du kannst mir keinen Warum nicht? mitbringen. Der hier hat Schafe gebaut. Ja und? Schafe Willst du gebaut. klauen? Gib mal her. Warum nicht? Schade, dass ihr mir keinen mitbringen könnt. Und nein, MK, das geht nicht. Sehr Ja, schön. nicht so selten. Yay, Hund! Wir sind eine Jagdgesellschaft, wir haben sogar Jagdhunde dabei. Miau. Allerdings, MK. Ja? Welcher ist meiner, welcher ist deiner? Der hier ist meine. Der von Jeeve gehorcht MK nicht und der von MK gehorcht Jeeve nicht. Dachte, wenn wir eng zusammenstehen oder so, dann kannst du auseinanderhalten. Ja, teleportierende Hunde! Du kannst alternativ die Halsbänder, die die haben, umfärben. Ich hätte Das gern geht. schwarzes. Töte einen Tintenfisch. Sollte nicht so schwer sein. Ja, Stell entweder den den lieber auf. Tintenfisch oder halt schwarzen Farbstoff daraus machen. Wobei ich glaube, schwarzen Farbstoff gibt es gar nicht. Das hat sich doch schon wieder gelohnt, hier die Tour. Letztes Mal ein Pferd gekriegt, dieses Mal ein Hund. Gucken wir mal, ob wir da einen Ja. Hund. Und wir begeben uns weiter auf unserer epischen Reise. Was werden wir noch alles finden? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Minecraft Survival hier auf Spoiler, es sind Tintenfische. kellerkind.org. Auch von mir danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!